Die geilste Woche meines Lebens startet natürlich auch wieder mit einem Smoothie. Ich habe leider ziemlich unklug eingekauft und von daher eigentlich gar nicht sozusagen. Und deswegen habe ich hier nur Reste. Also zum einen habe ich ungeschälte Hanfsamen, Lokuma-Pulver, Moringa-Pulver, Gerstengras-Pulver, Weizengras-Pulver, Neem-Pulver, Ginseng-Pulver. Dann habe ich Chlorella-Algen, Kelbalgen, Magnesium, Lysin drin. Dann habe ich gefrorene Himbeeren drin, gefrorenen Grünkohl. Dazu frische Bananen. Äpfel, Kornäpfel, die ich am Wegesrand gefunden habe, und Cranberries, in der Hoffnung, dass es dann doch irgendwie ein bisschen süß wird. Allerdings sind Cranberries auch nicht wirklich süß. Ach, und MSM-Pulver habe ich vergessen. Jupp. Warum das die geilste Woche der Welt wird? Jede Woche ist die geilste Woche der Welt. So, jetzt gibt's das beste Instant-Pot-Rezept, was ich jemals gemacht habe. Ich weiß noch nicht den Namen dafür, aber das kommt definitiv als Rezept. Das ist mega, mega Hammer. Das ist wirklich mega Hammer. Das ist eine Liga mit meiner Pizza, mit meiner Vegan. Das ist wirklich der absolute Hammer. Wird definitiv als Rezept kommen. Einfach abonnieren und ihr werdet das Rezept auch irgendwann haben. Und zum Nachtisch gibt es noch einen Soja-Joghurt mit Streuseln, Schokostreuseln und Pekannüssen und totgesüßt. Es geht wieder los. Ein Smoothie zum frühen Morgen. Und zwar sind ungeschälte Hanfsamen natürlich wieder drin, genau wie Moringa, Gerstengras und Weizengras. Dazu kommt Neempulver, Ginsengpulver, die Chlorella-Algen und die Kelbalgen. Dann gefrorene Himbeeren, gefrorene tropische Früchtemischung. Lysin und Lukuma darf genauso wenig fehlen wie frische Banane, frischer Apfel und Brokkoli, Petersilienwurzel, rote Beete, eine Möhre. Und das hier ist eine Kaktusfeige. Ja, und dann noch ja, ein bisschen Aubergine und ein Brokkoli. Also ich sage immer, wenn ich immer sage, so viel, ne? Ich mache nicht viel rein, guck mal an, das ist es hier, das ist Brokkoli, hier, nicht Brokkoli, sage ich, in so ein Röschen. Ich mache nicht viel von den Dingen rein, aber immer sehr viel von allen rein. Gut, das soll es gewesen sein und der Morgen geht gut los. So, jetzt zum Mittag gibt es mal einen Obstteller. Und zwar sind da drin gelbe Pflaumen, Weintrauben, Feigen und Kaktusfeigen. Und das gibt's jetzt. Und zum Abendbrot gibt es ein kleines Experiment und zwar Sojajoghurt mit Apfelmus. Ich bin gespannt, wie es schmeckt und jo, das ist dann für heute gewesen. Warum kann nicht der ganze Tag morgen sein? Morgen ist einfach das geilste, früh mit so einem Smoothie zu starten. Und ja, heute im Endeffekt dasselbe wie gestern. Brauche ich nicht wieder alles aufzuzählen. Und dazu kommt heute einfach noch, dass ich Brennnesseln pflücken war und ja, zwei Brennnesseln sozusagen jetzt hier mit reingetan habe. Ansonsten dasselbe wie gestern. Und ja, wie diese Kaktusfeigen, die hier. Die hier, die schmecken so alleine eigentlich nicht so prickelnd, muss ich sagen. Aber in einem Smoothie, da geben die so eine gewisse, ja, Säure. Also sehr, sehr angenehm. Süßliche Säure kann ich nur empfehlen. Die sind zurzeit im Angebot. 6 Stück kosten 1 Euro. Bei Norma habe ich die jetzt gesehen, oder Netto oder wie der Bumsverein heißt. Auf jeden Fall, ja, also von daher Smoothie. So, ich habe jetzt gerade totalen Heißhunger auf Zeternüsse bekommen und ja, und deswegen tue ich mir hier mal ein paar Zeternüsse reinpfeifen. Keine Ahnung, was da drin ist, aber irgendwas da drin brauche ich jetzt irgendwie. So, jetzt gibt es wieder Obst zum Mittag und zwar Weintrauben und 4 Pfirsiche aus dem Garten. So, gestern Abend gab es noch einen Kürbissalat. Erst mal in meinem Leben rohen Kürbis gegessen. Allerdings habe ich den auswärtig gemacht. Und ja, und deswegen konnte ich da jetzt, habe ich die Kamera nicht mitgehabt. Und deswegen, ja, leider nicht drauf. Und nun gibt es zum späten Frühstück irgendwie Smoothie, habe ich jetzt gerade keinen Appetit, nehme ich hier Weintrauben. Da habe ich mir gerade 1,5 Kilo gekauft und die werde ich mir jetzt geben. So, heute ist, glaube ich, ein ziemlich komischer Tag fürs Essen, aber ich esse jetzt hier Oliven. Ist jetzt eine Handvoll und ich werde sicherlich so 2, 3 Handvoll Oliven essen. So, jetzt ist eine Melone dran und ich glaube, ich werde heute wohl wahrscheinlich nichts anderes mehr essen außer Rohkost, weil ja, irgendwie habe ich jetzt angefangen mit den Weintrauben, der Oliven und die Melone. Irgendwie, keine Ahnung, kein Bock zu kochen. So, gegen Abend gibt es dann doch noch was gegrilltes und zwar habe ich mir noch einen Tofu gegrillt. War heute ein ziemlich komischer Tag, irgendwie, ja, aber, naja, drauf geschissen.
So, heute Morgen gibt es wieder einen Smoothie und ja, diesmal will ich ihn auch anstellen, weil ich habe einen Kommentar bekommen, dass man auch gerne mal sehen würde, wie der Smoothie angestellt wird. Und genau das mache ich. Aber erstmal gehe ich durch, was heute drin ist. Also heute ist auch wieder Buchweizen drin. Ich habe eine neue Buchweizenlieferung bekommen. Das heißt, Buchweizen ist da drin. Also Buchweizen, also Hanfsamen ungeschält, Lokuma-Pulver, Lysin, Weizengraspulver, Moringa, Gerstengraspulver, Chlorella-Alpen, Kelbalken, MSM-Pulver. Nebenpulver, Ginsengpulver. Dazu sind gefrorene Himbeeren, gefrorene Weintrauben und Früchtemischung, gefrorener Grünkohl, Bananen, Kiwi, Brokkoli, rote Beete, Sauerampfer, Sellerie, Petersilienwurzel und Wasser. Genau. So, und jetzt stelle ich den Smoothie an. So, ich muss natürlich den Deckel zumachen, weil sonst ja, kommt alles raus. Oder wir können ja mal auflassen für den besonderen Effekt. Ich lasse mal auf. Mal sehen, ob was passiert. Ich lasse mal auf. Oh, ich habe Angst. Zum Mittag gibt es jetzt Spitzkohl mit geschälten Hanfsamen, mit Sesam und mit Mandeln. Dazu alles mit ein bisschen Sojasauce abgeschmeckt und das war's.